Verehrte Zuschauer, wir freuen uns auf ein Gespräch über die Kultur der Gastlichkeit und wir freuen uns auf ein Gespräch über das Business mit der Gastlichkeit. Und mit wem könnten wir das besser machen als mit dieser Riege profunder Herren, allesamt Chefs von deutschen Spitzenhotels. Und ich begrüße ganz herzlich Georg Plesser. Er ist General Manager des Excelsior Hotel Ernst in Köln. Ich begrüße Ingo C. Punkt, kann er uns gleich sagen, wofür das steht, Peters, Chef im Fairmont Hotel, 4 Jahreszeiten in Hamburg. Und zugeschaltet und dabei ist Christian Siegling. Er leitet die Geschicke des Severins Ressort und Spa auf Sylt. Hallo meine Herren, herzlich willkommen. Vielleicht mal vorweg eine Frage. Die Besonderheit ist ja auch, dass Sie alle unter Hotels vorstehen, die letztlich in Familienhand sind. Familienunternehmen könnte man sozusagen sagen. Wie können Sie sich eigentlich durchsetzen gegenüber dem auch diesem Trend zur Konzentration der Bildung großer internationaler Hotelketten? Gibt es da noch eine Chance für Hotels wie Sie? Ja, also diese Nische, die man besetzt und auch diese Verbundenheit zum lokalen Markt, die Ausrichtung des Hotels ist extrem wichtig. Wenn man sich Hotels anschaut, die, wie man so schön sagt, im Cookie-Cutter-Style gebaut sind, alle gleich und man weiß gar nicht, in welcher Stadt man aufwacht, da hat man nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich glaube, die werden weniger Zukunft haben, vor allem jetzt nach dieser Corona-Pandemie. Herr Siegling, würden Sie auch sagen, dass als Familienunternehmen eher Vorteil oder Nachteil, ist in Ihrem Business? Natürlich Vorteil, absolut. Ich kann das unterstreichen, was Ingo Peters sagt, dass man natürlich seine Nische absolut finden muss. Und wenn man da natürlich eine hohe Kompetenz hat in dieser Nische, dann ist man auch sehr erfolgreich, insbesondere als Individualhotel. Ebenso hat es sicherlich auch was mit dem Standort zu tun. Und drittens glaube ich auch nochmal, dass wir einfach auch individueller sein können per se, mehr an unseren Gästen sind. Große Hotelketten neigen ja auch dazu, von ihren GMs viele Listen und Reportings zu erwarten und abzuarbeiten. Und ich glaube, wir sind etwas näher an den Gästen. Und vor allem sind vielleicht auch sogar schneller in den Entscheidungen und können uns vielleicht auch schneller auf die Bedürfnisse und die sich ändernden Erwartungen unserer Gäste einstellen. Diese Spitzenkategorie, die Sie ja auch repräsentieren, die Besonderheiten, die Sie eben beschrieben haben, ist das ein Segment, von dem Sie sagen, dass das auch Wachstumschancen hat? Also gibt es da eine Wertschätzung einfach auch im Markt dann für dieses Top-Segment? Wir haben ja in vielen anderen Bereichen dann eher immer so den Kampf um den Best Price. Also wie tangiert Sie das? Sehen Sie da Chancen? Ich bin mir ganz sicher, dass man ein ganz klares Konzept braucht. Und ich glaube, die Variante Luxushotellerie mit ganz klarer Nische, mit ganz klarem Konzept, hat eine extreme Entwicklung noch vor sich. Das Gleiche gilt aber auch auf der anderen Seite. Mit klarem Konzept in der Low-Budget-Richtung, das wird auch funktionieren. Ich glaube, dieser Mainstream in der Mitte, der wird es extremst schwierig haben und wird zum Teil auch nicht überleben. Sie haben eben ja schon Pandemie angedeutet. Ja, wir hatten jetzt eine Zeit, wo die Reisen innerhalb Deutschlands wichtiger wurden oder auch das die einzige Möglichkeit war. Sehen Sie da insgesamt auch einen positiven oder ist der nachhaltig der Trend zu Reisen in Deutschland? Oh, ich denke, dass das sehr nachhaltig sein wird. Wir zumindest haben verspürt und auch, ich glaube, ich kann auch für meine Kollegen sprechen, weil wir uns ja auch immer sehr oft austauschen. Deutschland, also innerhalb Deutschlands, glaube ich, haben viele Deutsche auch jetzt neue Märkte entdeckt, die zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, nach Hamburg komme, die noch nicht hier waren oder auch nicht für eine touristische Reise, die das also ganz toll finden, aber auch im europäischen Ausland. Also wir haben extrem viel Skandinavier gehabt, aber ich bin mir ganz sicher, sobald jetzt wieder Nordamerikaner reisen können, die Asiaten, die Russen, die Araber, werden wir auch eine verstärkte Nachfrage aus den weiter entfernten Gebieten bekommen. Also ich glaube, Deutschland wird nachhaltig davon profitieren. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf und vielleicht mal so für die deutsche Ressort- und Leisure-Hotellerie sprechen darf, und da befinden wir uns ja hier auf Sylt, wir haben ja 92% deutsche Gäste schon per se, also aus deutschen Quellmärkten und ein bisschen Schweiz, ein bisschen Österreich, ein bisschen Dänemark. Ich glaube schon, dass es nachhaltig ist, das merke ich auch in vielen Gesprächen mit den Gästen.
Viele haben deutsche Destinationen wiederentdeckt oder neu entdeckt und werden das im Hinterkopf behalten und werden sicherlich, wird der Trend irgendwann wieder dahin gehen, dass man wieder Fernreisen tätigen möchte oder irgendwo anders ins europäische Ausland. Aber ich glaube, die deutschen Destinationen haben jetzt auch insbesondere jetzt und im vergangenen Jahr sich wieder in die Köpfe der deutschen Urlauber gebrannt. Ja, meine Herren, und jetzt punkten Sie speziell mit Ihren Hotels ja eben durch eine ganz besondere Servicequalität und ganz besondere Form, gehobene Form der Gastlichkeit. Und da würde ich Ihnen gerne eine ganz profane Frage stellen, die viele Unternehmerkollegen ja betrifft, nämlich Thema Fachkräftemangel. Um das umzusetzen, was Sie umsetzen, ja teilweise auch mit, ja, wenn Sie es, ich weiß nicht, müssen Sie mir gleich mal sagen, wie viel Mitarbeiter pro Gast Sie beispielsweise haben, brauchen Sie eben gute Leute. Wie stellt sich das bei Ihnen da, Herr Peters beispielsweise? Haben Sie Fachkräftemangel? Ja, also da haben Sie natürlich die Frage angesprochen oder das, was uns alle in der Branche umtreibt. Durch Corona leider hat die Branche, ich würde mal sagen, wenn man sich Deutschland weit anschaut und nach Erhebung von DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, hat die Branche circa 20% an Fachkräften während Corona verloren. Das ist katastrophal. In Hamburg schätzen wir sogar 30%. So, das heißt, wir waren schon vor Corona nicht besonders gut aufgestellt und um diesen Service zu bieten, ist ganz klar, muss man die Mitarbeiter haben und nicht nur einen Mitarbeiter, der eventuell angelernt ist, weil man sonst niemanden findet, sondern es müssen wirklich Fachkräfte sein, die auch geschult sind. Und ich sage immer, derjenige, der den Mitarbeiter hat, gewinnt. Ja, die Hardware, das ist alles Voraussetzung, das hat man alles, schöne Zimmer, das muss klimatisiert sein und dies und das und jenes. Aber wirklich, der Knackpunkt ist der Mitarbeiter. Ich kann den nicht kaufen, ja, irgendwie aus dem Regal und sagen, okay, Renovierung, das kann ich alles machen. Den muss ich erstmal finden, dann muss ich ihn motivieren, dass er zu mir kommt. Dann muss ich ihn trainieren, dann muss ich ihn bei der Stange halten und hoffen, dass er auch bleibt. Und das sind unsere Herausforderungen. Herr Plesser, wie teuer muss man eigentlich werden, um künftig diesen absoluten Service und auch mitarbeiterintensiven Service eigentlich noch bieten zu können? Also das ist ja dann meistens so, dass dann eben Fachkräftemangel dann auch bedeutet, dass die, die man bekommen kann, gegebenenfalls eben auch teurer sind. Also ist das für Sie ein Faktor, über den Sie nachdenken müssen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage auch im gleichen Atemzug, wir müssen unsere Mitarbeiter richtig bezahlen und wir müssen sie auch richtig trainieren und wir müssen ihnen viele Möglichkeiten, wenn sie bei uns sind, auch geben, weil nur so bleiben sie, weil der Fachkräftemangel, der wird uns alle betreffen. Und zurück auf die Frage, wir sind in Deutschland natürlich durch die Bank eigentlich viel zu preiswert für das Produkt, was wir anbieten. Wir haben eine hervorragende Hotellerie von Nord nach Süd, in der Ferienhotellerie, in der Stadthotellerie und die Preise sind eben nach wie vor nicht annähernd wie im internationalen Ausland. Und da müssen wir hinkommen. Die Pandemie, Gott sei Dank, viele machen das auch wieder zum Teil falsch. Wir in unserem Verbund bei der Selektion machen das, glaube ich, sehr richtig. Wir heben die Preise an, weil es einfach sein muss, weil die Serviceleistungen auch teurer geworden sind. Ich würde jetzt gerne mal auch auf die Formen der Gastlichkeit zu sprechen kommen, was die Mitarbeiter umsetzen gegenüber den Gästen, aber vielleicht auch, was die Gäste erwarten oder wertschätzen gegenüber ihren Häusern. Herr Siegling, sehen Sie da eine Entwicklung, sehen Sie da eine Veränderung, also im Umgang, in den Formen miteinander? Man würde ja sagen, also früher war es vielleicht auch etwas stiver, es ist legerer geworden. Wie empfinden Sie das? Also letztlich auch die Frage, wie ist die Wertschätzung eigentlich des Gastes gegenüber diesem absoluten Spitzensegment, was Sie repräsentieren? Also ich glaube, das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Es ist natürlich auch sehr unterschiedlich zwischen Anlass. Es ist das Geschäftsessen in vier Jahreszeiten oder ein Vorstandsmeeting im Excelsior oder der Urlaub bei uns im Severins. Ich glaube, die Gäste wollen mehr und mehr eine entspanntere Zeit haben in allen Belangen, von der Kleidung bis über die Ansprache, bis über einen lässigen Luxus genießen, sage ich mal so. Das kann ich zumindest auch von hier, von der Insel oder von unserem Haus bestätigen. Mal ganz praktisch gesprochen, wo sind bei Ihnen so Standards oder wo Sie ganz praktisch sagen, im Restaurant beispielsweise, also hier muss ein gewisses Level gehalten werden.
ob es die Krawatte ist oder ob es die Jogginghose ist. Gibt es da so einen Standard, wo Sie, den Sie setzen wollen für sich? Ja, natürlich. Ich muss erstmal dem Christian Siedlin zustimmen. In den letzten Jahren hat sich das schon sehr verändert. Man möchte Luxus genießen, aber es darf nicht steif sein. Es muss lässig sein. Man will sich ja leger auch bewegen können. Nichtsdestotrotz haben wir einen Dresscode, wie man das so schön nennt. Also wenn jetzt jemand in Shorts oder kurzen Hosen kommt und will sich dort zu uns zum Frühstück kommen oder in Flipflops, das geht nicht. Das dulden wir nicht. Wenn jemand natürlich in Bermuda-Shorts kommt, das ist was anderes. Das ist ja wie ein Smoking. Das ist in Ordnung. Auch wenn jetzt jemand in tollen Jeans kommt, ins Hell, in unser Zwei-Sterne-Restaurant, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn er dazu aber Turnschuhe oder Sneaker trägt und ein T-Shirt in der Kombination, ja, dann ist das nicht mehr gut. Also wir haben schon gewisse Rahmenbedingungen dort, aber ich kann heutzutage ohne Krawatte kommen, ich kann mit einem Hemd, einem schönen Hemd und einer Hose, ist alles wunderbar. Diese Kleiderordnung, die wir früher hatten, die sind nicht mehr da, aber ein gewisser Standard muss schon da sein, weil sonst fühlt man sich einfach nicht wohl, wenn da jemand also in Flipflops und kurzen Hosen neben ihm sitzt zum Frühstück oder in der Halle zum Afternoon Tea, das geht nicht. Aber ansonsten alles darüber, das funktioniert eigentlich. Meine persönliche Frage an Sie, diese Verschiebung vom, sagen wir mal, auch von der Art und Weise, wie man sich vielleicht kleidet, wie man sich wertschätzt, hin zum eher legeren. Kann man das auf der anderen Seite nicht auch ein bisschen bedauern? Ich meine, das ist doch auch eine Art Wertschätzung, wenn ich in die Oper gehe, dass ich mich dann vielleicht auch mal etwas besser kleide oder wenn ich in ein tolles Hotel gehe oder in ein tolles Restaurant. Kann man das nicht auch ein bisschen bedauern? Ich sehe das definitiv so. Also beruflich muss ich den Trend mitgehen, weil sonst hätten wir viel zu viele Gäste, die nicht mehr zu uns kämen. Da sind die Konventionen einfach anders geworden und das muss man akzeptieren und das akzeptieren wir auch gerne. Wenn Sie mich ganz, ganz persönlich fragen, finde ich es sehr schade, weil, wie Sie es richtigerweise gesagt haben, die Wertschätzung, ob es beim feinen Essen ist, ob es beim Theater oder in der Oper ist, das lässt zum Teil schon sehr zu wünschen übrig und ist ganz persönlich nicht mein Gusto. Meine Herren, ich hab mal eine quasi Frage zu einer persönlichen Erfahrung. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man zum Beispiel nach Österreich reist oder vielleicht auch nach Paris, dass da auch eine andere, sagen wir mal, Kultur der Gastlichkeit herrscht, in dem Sinne, dass wenn man so das Servicepersonal vielleicht auch etwas stolzer darauf ist, diesen Job machen zu dürfen, aber die Gäste auch in der Lage sind, ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck, sowas auch wirklich mehr wertzuschätzen und sich auch bedienen zu lassen. Also was ich fragen will ist, gehört das eigentlich zusammen, bedienen wollen? Wir haben ja eben über Fachkräfte gesprochen und sich auch gerne bedienen lassen. Und würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen so ein kulturelles, eine kulturelle Besonderheit in Deutschland haben, dass die Menschen das vielleicht gar nicht mehr so wollen, auch sich gut bedienen zu lassen? Wie ist Ihre Einschätzung? Also ich glaube, das geht Hand in Hand, weil wenn ich eine gute Serviceleistung abliefere und ich dann die Resonanz bekomme von jemandem, der das auch gerne annimmt und der das zu wertschätzen weiß, dann habe ich eine ganz andere Motivation, als wenn ich jemanden vor mir habe, dem das eigentlich mehr oder weniger egal ist, ob ich von rechts oder von links serviere oder dem ich nochmal die Speisen erkläre, sage, Essen, stellen Sie mal hin, ich esse sowieso nur einen Schnitzel und will satt werden. Und da muss ich Ihnen zupflichten, also wenn ich in Paris unterwegs bin oder auch in London unterwegs bin, da ist dann doch noch irgendwie, aus welchem Grund auch immer, ein anderer Level, auch in der Schweiz, auch in Italien, in Rom, wo man, glaube ich, doch noch mit mehr Stolz diesem Beruf nachgeht. Und natürlich auch noch ein anderes Klientel da ist, das ist internationaler in diesen Metropolen. Wir sind keine Metropole in Hamburg und Köln leider auch nicht. Und Sylt ist auch eine kleine Urlaubsinsel. Okay. Ja. Ich glaube, auch in St. Barth wird das anders sein als auf Sylt. Und da kommen einfach Leute hin, die reisen dorthin auch aus dem Grund. Und die wollen sich dort verwöhnen lassen und die freuen sich darauf. Und das geht beides Hand in Hand. Und das kann ich, also beobachte ich auch, Herr Ullmann, also das kann ich nur unterstützen. Da müssen wir ein Stück weit gehen in Deutschland. Ich glaube, das kommt. Ich glaube, es kommt auch auf das Segment an. Ich glaube, wir wollen ja nicht nur eine Grund- oder Basisleistung erbringen, sondern wir wollen ja, und das tun wir ja auch alle, wir begeistern ja unsere Gäste und dann kommt natürlich schon eine gewisse Wertschätzung von den Gästen. Es ist natürlich auch eine Mentalitätsfrage.
glaube ich, und auch eine Tradition. Was hat Hotellerie und Gastronomie für eine Tradition bei uns im Land? Und wenn ich nach Frankreich, nach Italien schaue, ist das natürlich was ganz anderes. Da unterhält man sich über den besten Braten, den man zu Hause gekocht hat oder essen war. Und das ist halt hier leider nicht so. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Apropos, wenn Sie verreisen, meine Herren, und ich meine jetzt nicht aus irgendwelchen verbandstechnischen Gründen oder geschäftliche Reisen, sondern privat. Können Sie überhaupt noch diese Profibrille ablegen oder gehen Sie da mit Ihrer Familie, sind Sie in einem Hotel und Sie sitzen da und kritisieren und bewerten da jedes Detail, was Sie sehen? Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Ja, ich glaube, also kritisieren, ich kann jetzt nur für mich sprechen, würde ich das, glaube ich, nicht oder nie. Man probiert natürlich das auch ganz normal zu genießen, aber im Hintergrund läuft immer der Film, man nimmt das alles wahr. Man nimmt das wahr und man registriert das auch und hat nochmal so nach dem Essen nochmal das Revue passieren oder dem Hotelaufenthalt, was war super, was war vielleicht nicht so gut. Und man lernt ja auch immer aus Sachen, wo man sagt, okay, so darfst du es nicht machen und das darf bei dir nicht passieren. Aber also sehr oft und dann mehr noch, dass man einfach neue Sachen mitnimmt oder schöne Sachen und sagt, Mensch, das haben die toll gemacht, das könnten wir eigentlich auch machen. Also sehe ich genauso. Die Brille kann man nie so genau richtig ablegen und natürlich versucht man auch zu genießen, gar keine Frage. Aber ich mache es genauso. Letztendlich, ich finde, es würde auch da niemals irgendwie Kritik äußern, sondern das nimmt man dann wahr. Und einerseits freut man sich vielleicht, dass man gewisse Dinge besser macht und andererseits nimmt man auch sehr positive Sachen, die vielleicht bei einem selbst noch besser umzusetzen, auch mit und versucht sie zu implementieren oder besser zu machen einfach. Noch eine Frage an Georg Plesser persönlich. Was ist so das Detail, vielleicht die Kleinigkeit oder auch die große Sache, auf die Sie achten, wenn Sie privat verreisen in Hotels? Was ist so die Sache, die für Sie ganz besonders wichtig ist? Also ich glaube, dass nicht zu viele Versprechungen gemacht wurden über Webseiten und. Also ich möchte das bekommen, was ich so ein bisschen gekauft habe, sage ich jetzt einfach mal. Weil man ist ja auch nicht nur im Luxussegment unterwegs und dann soll es das auch wirklich sein. Und natürlich ist der Service ganz weit oben. Kleiner Mini-Hot-Button, der Service kann noch so luxuriös sein, ich nehme mein Gepäck selber mit nach oben, weil ich keine Lust habe, darauf zu warten, dass der Doorman, Bellman mir das Gepäck nach oben bringt. Die sind immer ganz traurig, dass sie diesen Service bei mir nicht leisten dürfen, aber das mache ich selber, weil ich dann sofort meinen Koffer auch auspacken möchte. Und das Gleiche gilt mit den lieben Zimmermädchen, die oft es zu gut meinen und mir immer wieder gewisse Sachen aufrollen. Ich sage nur Handykabel und Föhns. Dort die Stromkabel immer wieder aufzurollen, dass es schön aussieht. Ich mag es überhaupt nicht. Also für mich, was gastronomisch angeht, also ein absolutes Muss ist, dass ich einen Champagner oder einen Sekt oder einen Weißwein, der muss top gekühlt sein. Also wenn man mir da ein warmes Glas anbietet, und das passiert leider oft, vor allem, was ich hasse, sind diese, sag mal jetzt, Sektempfänge. Da stehen dann die Kellner oder Kellnerinnen schon eine Stunde mit voreingeschenkten Gläsern. Die sind dann so, also wirklich lauwarm, dass man die eigentlich nur wegschütten kann. Also das ist für mich also ein absolutes Kriterium, wenn ich irgendwo hingehe und ich kriege da einen lauwarmen Wein, das geht gar nicht für mich. Also das ist ganz schlimm. Herr Siegling, was ist Ihr absolutes Muss? Ganz banale Dinge. Für mich ist Sauberkeit ganz, ganz wichtig und zum anderen, glaube ich, auch diese erste Ansprache des Mitarbeiters. Ist die natürlich, ist die so auswendig gelernt, runtergeredet nur nach irgendwelchen Standards oder kommt da eine gewisse Individualität rüber? Und das ist für mich wichtig. Meine Herren, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns bei unserem nächsten Besuch in Ihren tollen Hotels mit ganz anderen Augen Ihr Haus zu besuchen. Haben Sie ganz vielen Dank für das spannende Interview. Ja. Vielen Dank, Herr Hellmann. Danke. Ja, Dankeschön.